Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe Zertifikate aktuell. Und in den nächsten Minuten schauen wir uns mal den Automobilmarkt etwas näher an. Große Umbrüche stehen uns ja hier bevor, gerade mit dem Sprung zur Elektromobilität. Und man muss dazu sagen, dass die Autobauer, beispielsweise Volkswagen, laufen wie geschmiert. Darüber spreche ich jetzt mit Patrick Hesselhut und dementsprechend sage ich herzlich willkommen. Hallo Frau Klar. Ich habe es gerade schon gesagt, die Automobilkonzerne laufen wie geschnitten Brot und man kann ja eigentlich auch davon ausgehen, bei Volkswagen hat man beispielsweise jetzt sogar einen Rekordabsatz gesehen im Jahr 2017. Wenn man mal kurz zurück überlegt, nehmen wir zweieinhalb Jahre, da war der große Dieselskandal und wir haben uns tatsächlich die Frage gestellt, kann das Unternehmen das überstehen? Gibt es Volkswagen überhaupt noch in den nächsten Jahren? Ja, gibt es definitiv und das passt ja eigentlich nicht so wirklich zusammen, oder? Und der Einbruch war wirklich heftig. Das hat man ja auch am langfristigen Chart dann gesehen. Ja. Hier der 5-Jahres-Chart. Das ist die Krise gewesen. Dann aber auch lange seitwärts gelaufen, muss man sagen. Jetzt der Absatzrekord. Da stellt sich wirklich die Frage, wie geht natürlich sowas? Der Absatzrekord kommt insbesondere dadurch, dass China sehr gut läuft. Also dort ist der Motor wirklich am Laufen. Das schiebt am Ende hier an. Wir sehen aber auch, dass trotz Absatzrekord die alten Höhen noch lange nicht erreicht sind. Das heißt, der Markt schreibt jetzt diese Gewinne nicht unbedingt endlos in die Zukunft offensichtlich fort. Was ich mich frage ist, wenn tatsächlich dieser Umschwung auf die Elektromobilität losgeht und man spricht da ja so von 2020, dass man da eben dann den Schwung spüren wird, wieso kaufen so viele Leute jetzt noch Autos mit Verbrennungsmotor, anstatt beispielsweise in 2 Jahren dann mit dem Trend zu gehen? Ja, offenbar glaubt der Konsument noch nicht so wirklich an die ganze Story. Man muss sich auch mal umschauen und sich einfach Fragen stellen, wie ist denn die Infrastruktur aktuell, wie wird sie vielleicht in 1-2 Jahren sein, und da bestehen doch gewisse Zweifel. Bezüglich Ladethemen, Parkhausthemen, Laden im Parkhaus, ja, nein, Reichweitenthemen, das sind immer noch wirklich große, ungelöste Felder eigentlich. Man ist so ein bisschen auf dem Weg natürlich, das zu erforschen, erkunden, aber wirklich, sagen wir mal, nennenswerte Fortschritte hat man hier in den letzten paar Monaten oder letzten 1-2 Jahren nicht gesehen. Natürlich gibt es in den Städten die Anzahl der Ladesäulen wächst etc., aber die wirkliche, ich sag mal, Bedienbarkeit oder lückenlose Bedienbarkeit bis zu meinem Ort, wo ich hin möchte mit dem Auto, die ist doch teilweise nicht wirklich gegeben bei der Elektromobilität. Und da gibt es natürlich auch Fragen der Lieferung. Also man sieht es ja gerade an Tesla auch. Da ist dann wirklich mal Nachfrage da. Dann kann man entsprechend aber nicht wirklich diese Nachfrage kurzfristig bedienen. Also hier ist wohl das Rad noch nicht so ganz rund am Laufen. Weshalb natürlich sich viele Leute immer noch auf den Verbrennungsmotor entscheiden. Gelaufen ist es aber bei Volkswagen gerade im letzten Jahr. 23% konnte man zulegen. Und wir schauen uns natürlich auch noch mal an, wie das ausgesehen hat. Ganz kurz, wie könnte es jetzt noch weitergehen bei Volkswagen? Das ist natürlich eine Frage für die Analysten, wie es jetzt fundamental oder technisch weitergehen kann. Also wir sehen zum einen mal natürlich den Aufwärtstrend, der scheint intakt zu sein. Was jetzt der Anleger oder Trader kurzfristig für Rückschlüsse daraus zieht, das, wie gesagt, das ist dann eher eine Frage für die Analysten. Aber man kann von der Produktseite her sagen, dass es natürlich Produkte gibt, die auf weiter steigende Märkte auch setzen, aber auch die für Rücksetzer gut geeignet sind. Also hier bieten sich beispielsweise Hebelprodukte an, um einfach gehebelt an so einer Aufwärtsbewegung dann zu partizipieren mit einer Knockout-Schwelle. Beispielsweise dann dabei, das sind die Turbo-Optionsscheine. Das gleiche gibt es natürlich auch für fallende Kurse, das heißt, hier könnte man darauf setzen, dass eben eine entsprechende Korrektur kommt, würde dann einen Put-Turbo-Optionsschein wählen können, oder es bleiben auch die klassischen Optionsscheine, die natürlich jetzt bei diesen geringen Volatilitäten, also höhere Kurse bedeuten in der Regel immer geringere Volatilitäten, das heißt, die Optionsscheine sind recht günstig momentan zu haben im Vergleich zu eben etwas unruhigeren, stürmischeren Zeiten, vielleicht aktuell auch ein Blick wert. Dann sage ich vielen herzlichen Dank für diesen Einblick. Gerne geschehen. Liebe Zuschauer, vielen herzlichen Dank natürlich auch an Sie fürs Zuschauen. Seien Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei bei Zertifikate aktuell.